Hi Leute, hier ist wieder euer Paxley und wieder nehme ich euch mit in eine Runde PvP. Wir sind, wenn ich es richtig sehe, auf der anderen Karte der Bürgerkrieg und das geht in 15 Sekunden los. Aber zuerst noch, wer gewinnt den Schönheitswettbewerb? Ich oder dieser nette Herr? Ich denke, das sieht ein bisschen aus wie einer von den Village Peoples. So, und los geht's. Wie immer bin ich random unterwegs und es hat noch niemand im Chat irgendetwas abgesprochen, darum werde ich auf der Map erst mal nach links gehen. Ist immer ein bisschen schwer, wenn man random läuft und kein eingespieltes Team ist, aber ja, vielleicht bin ich der Einzige, der links geht und der Rest in die Mitte. Ja, schön, so ist das schön. Dann werde ich das dort hinten mal schnell einnehmen, sofern nicht vom Gegnerteam noch zwei Leute in meine Richtung sind, da kommt schon einer. Da kommen zwei. Schreiben wir gleich. Incoming links. Weil aufhalten kann ich die netten Herren sicher ein bisschen. Aber beide kaputt machen, das übersteigt vermutlich meine Fähigkeiten. Raikon, der Zerstörer. Komm, zeig, was du kannst. So, irgendwie war mein Start nicht so gelungen. Na, gegen zwei Leute ist es auch nicht ganz so fair. Betäuben wir den anderen mal. Das ist ein Juggernaut. Ja, auf mein Ink hat niemand reagiert. Ich bin nach wie vor alleine und tot. Der hat dann wieder rein ins Gefecht. Ich glaube noch niemand reizt. Ja, die Imperialen nehmen die linke Seite ein. Gucken wir kurz auf die Map. Rechts ist schon einer von uns. Dann werde ich diesmal nach rechts. Oder? Ah, dort steht noch ein Juggernaut. Ich probier's. Eins gegen eins. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Okay. Da kommt schon wieder der nächste. Eins gegen zwei gefällt mir nicht. Dann mache ich einen auf Flattermann. Weil mich sinnlos bashen zu lassen, macht ja auch keinen Spaß. Okay, sieht nicht so aus, dass ich verfolgt werde. Oh, jetzt haben wir die rechte Seite eingenommen. Bin ich umsonst... Ihr müsst entschuldigen, bei mir kommt immer wieder das Schweizer Wunder durch. Also, ich bin umsonst dahin gelaufen. Gehen wir mal in die Mitte. Oh, hier ist was los. Das ist schön, gebe ich gleich einem mal bewachen und dann rein ins Getümmel. Oder ich versuche heimlich zu tabben. Das wäre jetzt natürlich super, wenn... Ja, okay, doch nicht. Ja, ich habe es auch schon erlebt, dass die Leute nicht aufgepasst haben und dann konnte man schön in Ruhe tabben, während die Leute sich den Kopf eingeschlagen haben. Wo ist jetzt der Heiler hin? Da ist er. Banana! Komm schon, Banana! Okay, Sakal, der Name kommt mir bekannt vor. Sakal, woher kenne ich diesen Namen? Irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Natürlich, wenn man viel PvP spielt, sieht man so viele Namen und man hat keine Ahnung, gegen wen man schon mal aufs Maul bekommen hat oder wen man selber schon kaputt gebasht hat. Ja, komm, zu dritt auf den kleinen Paxley. So, mal die Leute betäuben. Wenn ich hier so alleine rumstehe, muss ich natürlich nicht zwingend die Leute töten, sondern oft reicht es auch schon, wenn ich sie davon abhalte, zu tabben, bis Verstärkung da ist. So, Darth Tenebrasch. Hauen wir mal drauf. So, jetzt mein Health ist niedrig. Ah, ich lebe immer noch, das ist ein gutes Zeichen. Ich frage mich manchmal, ob das den Leuten auf den Sack geht, wenn sie zu dritt oder viert auf mich einklopfen und ich dann länger aushalte, als sie erwarten. Ja, das zweite Mal gestorben. Der Punktestand ist 530 fürs Gegnerteam, 520 für unser Team. Also noch ausgeglichen. Sie haben links, wir haben rechts. Jetzt sehe ich aber links ist einer von meinem Team. Da werde ich mal darüber heizen. Ja. Wobei. Wir stehen unter Geschützfeld. Ja, der ist tot. Irgendjemand hat mal gesagt, kämpfen macht nur Sinn, wenn man auch gewinnen kann. So, dein Power-Tech.
Nein, ist das nicht von der Wolke gekrönt. Komm, kleiner Powertech, komm. Stunnen mal, zack. Ach, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin immer noch nicht so gewohnt, auf den weißen Balken zu achten. Er hat ja, wenn ihr seht, den roten Lebensbalken. Und der weiße Balken, wenn der grau ist, kann ich ihn stunnen. Und wenn er weiß aufgeladen ist, dann nicht mehr. Dann wurde er schon zwei, dreimal gestunnt und ist dann für ein paar Sekunden immun. So. Schon wieder kaputt. Da fragt jemand nach Ablöse im Chat. Kann mich hier wer ablösen? Wo denn? Ich komme! Bei Schnee. Ich finde das immer lustig. Die Leute können nicht sagen links oder rechts. Nein, Schnee und Gras. Ist zwar, macht zwar Sinn, wenn man die Karte anguckt, aber naja, mir gefällt links, rechts, Mitte, gefällt mir besser. Aber dann gehe ich jetzt mal darüber und löse den netten Herrn und Verteidigern ab. Ich weiß zwar nicht, warum der Ablöse braucht, weil das ist doch der gemütlichste Job. Man steht einfach da und sammelt Punkte. Oh, er wird angegriffen. Ja, hoffentlich. Mal gucken, vielleicht bin ich schnell genug und kann da auch noch draufhauen und nein. So, jetzt bin ich hier und dann, ja, spielen wir ein bisschen Verteidigung. Oh, guck mal, mit wem ich in der Verteidigung bin. Der nette Herr mit seinem Pornobart. Ah, der bleibt auch hier. Na, geh nur, ja, sehr schön. Also für euch als Zuschauer ist es natürlich alles andere als interessant, wenn der kleine Päcksle hier nur in der Verteidigung steht. Aber hier kann ich sicher gut die Gegner aufhalten. Gucken wir uns mal ein bisschen die Karte an, solange hier kein Gegner kommt. Rechts da das gegnerische Raumschiff. Und das gefällt mir optisch gesagt, muss ich sagen, besser als das republikanische. Das republikanische sieht irgendwie so... Ja, es ist ein bisschen zu kurvig. Die Architektur der Imperial mit den ganzen vielen Kanten und Winkeln gefällt mir schon sehr viel besser. Und sonst die Karte. Ja, cool wäre, wenn man da oben noch in den Zentralpunkt rein könnte. Das wäre total cool. Dann könnte man mit den Schubfähigkeiten den Gegner runterwerfen. Das wäre noch toll. Sonst bei der Karte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, es gibt einmal rechts, da hinten sieht man es, sind das Lebenspunkte. Und auf der linken Seite, das rote, ist Schaden. Wenn man da drüber läuft, kriegt man entweder das Leben aufgefrischt oder für eine kurze Zeit, ich bin mir nicht sicher, sind es 15 oder 20 Sekunden, kriegt man einen kleinen Bonus auf den Schaden, den man macht. Ja, ja, Verteidigung ist langweilig, wenn da niemand kommt, fangen wir ein bisschen an zu tanzen. Ach ja, ich habe einen neuen Tanz. Seht ihr mal, wie spannend es in der Verteidigung ist im PvP, wenn ich euch vom Tanzen erzähle. Der Schaffel. Ein Feind ist unschlagbar. Ein Feind ist unschlagbar, ja toll. Und ich sitze hier und tanze. Gucken wir mal kurz die Karte an. Hier rechts bin ich an Verteidigung, den haben wir. Links. Und Mitte, oder wie sie es nennen, Gras und Mitte gehört den Imperialen. So, in der Mitte kämpfen 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsere Leute und einer von uns geht nach links. Ja, ich hoffe, der kann etwas ausrichten da. Weil der Punktestand sieht sehr erdrückend aus. 370 fürs Gegnerteam, 280 für unser Team. Also wenn da nicht bald etwas passiert, ist die Partie wohl im Eimer. Das haben wir genug geschafft. Gucken wir uns einen anderen Tanz an. Da haben wir einen guten, den Walzer. Die Schritte sind halbwegs richtig. Es sieht einfach, wenn man das alleine macht, sieht das ein bisschen bescheuert aus. Ich meine, wer geht schon irgendwo an einen Ball? Oder zum Beispiel, stellt euch vor einem Wiener Opernball. Dann steht ihr alleine und macht diese Moves. Das sieht dann vermutlich ein bisschen sehr creepy aus. Aber es ist eh nicht mein Lieblingstanz. Mein Standardtanz ist runter. Ich weiß zwar nicht, warum das so heißt, aber das ist der beste von allen. Die Einblendungen, die ihr seht, Verteidigung eines kontrollierten Punktes.
Wenn man einfach nur da steht und verteidigt, kriegt man auch Punkte. Und ich weiß jetzt nicht genau in welchem Abstand, aber in regelmäßigem Abstand bekommt man Punkte. Dementsprechend auch Medaillen. Für die ersten Verteidigungspunkte gibt es, glaube ich, eine Bronzemedaille. Und dann, je mehr dieser Verteidigungspunkte man sammelt, desto mehr Medaillen kriegt man. Aber das war es dann auch schon mit dem Sinnvollen von Verteidigungen. Wenn hier niemand vorbeikommt, ist es natürlich arschlangweilig. Ein bisschen doof ist natürlich, aber wenn ich jetzt hier weglaufe, könnte es sein, dass genau in diesem Moment jemand kommt. Und dann war's das. Dann haben wir den Punkt verloren und es geht noch schneller zu Ende. 320 zu 180 ist der Punktestand. Das sieht wenig vielversprechend aus. Im Moment sind nur 5 Leute auf dem Feld. Einer kommt noch angeflogen. 2, 3, ja. Das wird irgendwie nichts, glaube ich. Ich glaube, diese Partie geht den sogenannten Bach runter. Ich werde jetzt mal warten, bis wir auf 100 Punkte runter sind und dann werde ich von hier weitergehen, weil das ist einfach zu langweilig. Und für euch als Zuschauer... Ja. 150 Punkte. Was aber noch ein nettes Detail ist, dass die beiden Transportschiffe, mit denen man auf die Map kommt, Schadensmodelle haben. Je mehr die Schaden kassieren, oder besser gesagt, je niedriger der Punktestand ist, desto mehr fangen die an zu rauchen und hier noch irgendwelche Elektroschläge gibt es. Und ganz am Schluss der Partie, wenn man dorthin sieht, dann sieht man sogar, wie das Schiff runterfällt und explodiert. Also das Schiff vom verlierenden Team natürlich. Oh! Wir haben die Mitte eingenommen. Das ist doch schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 meiner Teamkollegen sind dort. So, jetzt wo die Imperialen aber die Mitte verloren haben, ist es wahrscheinlich, dass jetzt nachher, wenn die spawnen, zu mir rüberkommen. Gucken wir mal, ob da einer hier runterläuft. Also natürlich, einer ist getarnt, dann sehe ich das nicht, aber... Ich weiß auch nicht, ob der Punktevorsprung... Also ob wir nicht schon zu weit hinten sind, dass 2 ausreichen. Ich glaube, wir müssen das dritte auch noch nehmen, um diese Partie noch zu wenden. Weil sie haben ja, die Imperialen haben ja ein Geschütz und wir 2 und das imperiale Geschütz. Hier im Hintergrund ein bisschen sieht man noch Geschützfeuer in unsere Richtung. Ja, ein Geschütz von denen ballert immer noch auf unser Schiff. Ja, das geht sich so nicht mehr aus. Wenn wir nicht das dritte einnehmen, verlieren wir. Also die, alles was die Imps jetzt machen müssen, ist eigentlich nur zu 8 das linke Geschütz verteidigen. Ah, es kommt jemand. Es kommen 2 Leute. Okay, da mische ich jetzt mit. Kaisers der Zerstörer. Okay, das war kein schöner Kill. Den habe ich abgestaubt. Und Gunjin. Die Bunkerbrecherin. Ja, immerhin war es noch ein kurzer Moment Action vor dem Schluss. Oh, sie haben die Mitte wieder eingenommen. Ja, das Gegnerteam hat die Mitte wieder eingenommen. Ja, diese Partie ist verloren. Ja, ja, ja. Dann stelle ich mich hier wieder in die Mitte und fange an zu tanzen. Ja, 30 Punkte noch. Da rentierte sich gar nicht mehr, jetzt irgend noch etwas machen wollen. Dann tanzen wir in den Untergang. Oder man könnte sagen, wir gehen mit dem Schiff unter. Aber da kann ich jetzt in Großaufnahme euch zeigen, wie das aussieht, wenn das Schiff hochgeht. Das sieht nämlich noch richtig nett aus. Wie ihr seht, es raucht noch mehr im vorderen Bereich. Und jetzt ist es gleich vorbei. Die Schilde sind unten. Habt ihr gesehen? Irgendwas ist runtergefallen und ich glaube, das Ding... Ja, genau jetzt! Oh, jetzt ist das aufgeploppt. Tja, die Partie war nicht so toll. Vor allem das Verteidigen ist ein bisschen langweilig. Ich glaube, in Zukunft werde ich, wenn ich aufnehme, das ablehnen, weil das ist ja wirklich arschlangweilig. Dann geben wir noch den MVP und den kriegt von mir... Der von unserem Team, der am meisten Zielpunkte gemacht hat. Der, der Herr Spreizer. Spieler des
Spieler der Partie, hat auch schön 1 Million Schaden und 16 Kills. Ja, richtig nett. Oh, ich hätte noch mehr Punkte gemacht in unserem Team. Aber ja, seht ihr, das sind jetzt diese 7500 Verteidigungspunkte, die ich gemacht habe, nur mit rumstehen. Dann sieht man auch die letzten drei Medaillen, Bronze, Silber und Gold. Ja, also das war echt keine tolle Partie. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und adieu.